Herzlich willkommen zu einem neuen Videoausschussreport aus dem Digitalausschuss des Bundestages. Ich habe beschlossen, das Video etwas kürzer zu halten, deswegen kriegt ihr das Video heute in mehreren Einzelteilen. Wir hatten nämlich drei Themen im Digitalausschuss: dreimal einen Haushalt für das Jahr 2021, für den Bundesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit, den Haushalt für das Bundeskanzleramt und den Haushalt für das Bundesinnenministerium und die nachgeordneten Behörden. Zuerst haben wir diskutiert über den Haushalt des Bundesdatenschutzbeauftragten. Für das Jahr 2021 soll er 31,5 Millionen Euro kriegen. Das passt im Wesentlichen auch zu den Anforderungen, die das Haus hat. Das hören wir gerne, denn der Bundesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit ist super wichtig und wir wollen, dass er ordentlich ausgestattet ist. Interessant fanden wir vor allem, dass gesagt worden ist, dass die meisten Personalstellen noch im Haus in Bonn sitzen, da wo der Hauptsitz ist. Nur 15 von ungefähr 300 MitarbeiterInnen arbeiten in Berlin. Das reicht nicht aus, deswegen sucht man auch gerade noch nach einem neuen Gebäude, denn es gibt eine sogenannte Kompensationspflicht. Dahinter verbirgt sich der Umstand, dass wenn zum Beispiel das Bundeskriminalamt oder der Bundesnachrichtendienst mehr Befugnisse bekommen, uns alle zum Beispiel zu überwachen, dann muss es mehr Kontrollbefugnisse für den Bundesdatenschutzbeauftragten geben, der darauf aufpasst, dass das alles nicht zu viel wird. Dafür braucht es Personal. Für den Bereich Überwachung der Geheimdienste oder Sicherheitsbehörden hat er 78 Stellen. Damit kommt er einigermaßen aus, aber aus Bonn heraus ein BKA in Berlin zu überwachen, das geht halt echt schlecht. Deswegen braucht es mehr Stellen. Wir sprachen auch über neue Aufgaben des BFDI, der ja zum Beispiel auch eine Aufklärungsfunktion hat. Bei der Datenschutzgrundverordnung waren wir alle nicht so wahnsinnig zufrieden, wie die Bevölkerung vorher vorbereitet worden ist. Deswegen hat der BFDI auch sehr viel mehr Stellen für die Aufklärung der Bevölkerung über den Datenschutz. Eine ganz neue Aufgabe ab nächsten Jahr soll der BFDI haben mit der Aufklärung von Kindern und Jugendlichen. Das muss man natürlich zielgruppengerecht machen. Und so haben wir heute erfahren, dass im Rahmen dieser Öffentlichkeitsarbeit auch die Herausgabe von 50.000 Pixi-Büchern geplant ist, damit Kinder schon recht früh das Konzept von Privatsphäre und Datenschutz verstehen. Aus Gründen sprachen wir auch darüber, ob das Haus des Bundesdatenschutzbeauftragten denn auch pandemiefähig ist oder mit anderen Worten, können die auch im Homeoffice arbeiten. Da gab es gute Nachrichten, die sind alle schon umgestellt von Herumsteh-Computern in Laptop-Computern, die auch zugreifen können auf die Systeme und das alles soll auch sicher sein. Das heißt, man könnte vollständig im Homeoffice arbeiten, falls das denn so sein muss. Das war eigentlich alles, was es zum BFDI-Haushalt vorerst zu sagen gibt. Wenn wir noch einmal darüber sprechen sollten, werde ich euch auf dem Laufenden halten. Im zweiten Teil des heutigen Videoausschussreports möchte ich vom Haushalt des Bundeskanzleramts fürs Jahr 2021 erzählen. Da war Doro Bär uns virtuell zugeschaltet, hat uns Rede und Antwort gestanden, aber natürlich nicht zum ganzen Haushalt. Die Ausgaben, die der Fahrer von Angela Merkel vielleicht dort hat im Haushalt, keine Ahnung. Wir haben nur gesprochen über die digitalen Ausgaben, zum Beispiel über einen Haushaltsposten, der sich mit Digitalpolitik und IT-Steuerung befasst. Da finden sich Ausgaben im Zusammenhang der Datenstrategie der Bundesregierung, Ausgaben zum Thema Open Government Partnership. Es finden sich aber auch Ausgaben zum Controlling, zum unabhängigen Controlling für die IT-Konsolidierung des Bundes. Habe ich schon mal erwähnt früher, das ist das BER der Bundesregierung mit Bezug auf IT. Da gehe ich gar nicht tiefer drauf ein. In einem der nächsten Ausschüsse haben wir nämlich das Bundesfinanzministerium zu Gast. Da wird es dann ganz ausführlich um dieses eine Thema gehen. Worüber wir auch sprachen, war aber zum Beispiel das sogenannte Dashboard. Das verbirgt sich nämlich auch in der Digitalpolitik. Das ist nämlich alles, wo man auch versucht, die Digitalstrategie der Bundesregierung zu erklären. Und das Dashboard, das wurde heute live geschaltet. Heute ist Mittwoch, der 7. Oktober, an dem ich das aufzeichne. Ihr findet das als Link unten in der Beschreibung des Videos. Könnt gucken unter www.digital-made-in.de
Und da seht ihr eine Visualisierung von den 145 Digitalisierungsvorhaben der aktuellen Bundesregierung und wie weit sie damit gerade ist. Sie hat 3 Jahre gebraucht, um dieses umzusetzen, aber immerhin, es ist da, es sieht fancy aus. Guckt mal, vielleicht sagt ihr mir auch in den Kommentaren, ob ihr für euch als Zivilgesellschaft ist das ja gemacht, mit diesem Output der Bundesregierung in der Form, wie es kommt, auch was anfangen könnt. Würde mich total interessieren. Im Haushalt des Bundeskanzleramts finden sich auch Ausgaben für eine kleine GmbH. Und ich habe jetzt einen Zettel, weil die so oft ihren Namen geändert hat, dass ich es mir einfach nicht merken kann. Also früher mal hieß die Initiative Tech for Germany. Dann hieß sie Digital Transformation Team und jetzt heißt sie Digital Services for Germany GmbH. Und da ist als Gründungsmitglied die Bundesregierung, das Kanzleramt, mit beteiligt an dieser GmbH. Da sollen Leute aus der Wirtschaft kommen und dabei helfen, Digitalkompetenz in Bundesbehörden und Ministerien hineinzutragen. Besonders innovative Begriffe, das kann das Kanzleramt, also das übt es auch immer wieder mal. Zum Beispiel hat Doro Bär ja einen ganz interessanten Begriff in den Raum geworfen, nämlich eine Bundeszentrale für digitale Aufklärung. Ich will gar nicht sagen, dass man sowas nicht braucht. Die Bundeszentrale für politische Aufklärung, die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung füllen ja ganz wichtige Aufgaben aus. Und im Bereich der Digitalisierung kann mehr Aufklärung, zum Beispiel darüber, wie man seine Daten besser schützt oder wie man eine Fake News im Internet erkennt, das kann ja wirklich sehr hilfreich sein. Wir haben so such im Haushalt danach gesucht, wo ist denn diese Bundeszentrale und welche Haushaltsmittel kriegt sie denn? Wir haben sie nicht gefunden. Haben Doro Bär danach gefragt und nein, im Haushalt gibt es sie nicht. Sie ist auch gar nicht so direkt als Zentrale oder Behörde geplant. Das ist erstmal nur eine Art Initiative, die jetzt in einem ersten Schritt in Kooperation mit der Agentur für Sprunginnovationen realisiert werden soll. Ja, wir haben auch ein bisschen komisch geguckt. Also mehrere Abgeordnete haben so ein Hä im Gesicht gehabt. Weil was zur Hölle hat die Agentur für Sprunginnovationen mit der Bundeszentrale für digitale Aufklärung zu tun, haben wir natürlich gefragt. Die Antwort hat uns verunsichert, könnte man sagen. Die Antwort war, der Chef von dieser Agentur interessiert sich auch sehr für Open Source, auch Doro Bär. Und vielleicht könnte man ja diese Bundeszentrale irgendwie mit Open Source machen, so wie die Corona-Warn-App. Und dann sind wir, glaube ich, alle ausgestiegen. Also wir wissen nicht wirklich, was das dann wird und was das sein soll, aber wir haben immerhin erfahren, dass auch irgendein Startup daran beteiligt sein soll, das bei dem Hackathon, bei dem Corona-Hackathon der Bundesregierung dabei war. Da ist da also irgendwas entstanden, was mit der Bundeszentrale für digitale Aufklärung auch was zu tun haben könnte. Aber wie gesagt, das steht ja nicht im Haushalt drin. Also war es ja eigentlich auch gar nicht wirklich Thema. Blöderweise hatte jede Fraktion genau 3 Minuten Zeit, Doro Bär zu fragen und eine Antwort von Doro Bär zu kriegen. Das heißt, ganz viele meiner Fragen konnte ich gar nicht stellen, die wurden also auch gar nicht beantwortet. Zum Beispiel bei der Open Government Partnership, wo Haushaltspositionen unter anderem Ausgaben für Studien und Gutachten enthalten sollen. Da hätte ich gerne gewusst, wo findet man die denn? Werden die öffentlich verfügbar sein? Genau das Gleiche bei den Ausgaben für den Digitalrat. Der arbeitet regelmäßig mit super intelligenten, talentierten Leuten zum Thema Digitalisierung. Aber wo sind die Ergebnisse dieser Digitalratsberatungen? Wo findet man die? Werden die öffentlich sein? Konnte ich nicht mehr fragen. Werden wir vielleicht später mal erfahren auf irgendeinem anderen Weg. Das waren die ersten Teile meines Videoausschussreports in ein Video gepackt. Ein zweites Video mit dem dritten Teil. Das verlinke ich euch hier unten, findet ihr auch in meinem YouTube-Kanal. Da geht es dann um den Haushalt des Bundesinnenministeriums, den wir auch heute diskutiert haben. Ich hoffe, ihr guckt euch den auch an, sage zwischenzeitlich aber schon mal Tschüss und danke fürs Reingucken.